Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Theme Park News Video. Und heute geht es um einige Neuheiten, Updates und auch Sachen, die gar nicht so cool sind. Aber fangen wir erstmal mit den wirklich positiven Sachen an und dafür geht es nach Belgien. Und in Belgien befindet sich das Plopsaland de Panne und das ist der Mutterpark der Plopsa-Gruppe, zu der unter anderem auch hier in Deutschland der Holiday Park gehört. Und für 2021 hat das Plopsaland de Panne eine neue Achterbahn angekündigt und es wird ein... Jetzt müsst ihr euch festhalten, Mack Rides Extreme Spinning Coaster. Mega krass, voll verrückt, das in so einem Park. Wer diese Dinger nicht kennt, es wurde bisher nur eine Achterbahn dieser Art verkauft und das war der Time Traveler für Silver Dollar City in den USA. Und der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gesehen, dass bei Blue Fire der letzte Wagen so eine Drehgondel hatte, wo Testfahrten mitgemacht wurden. Da hat man das Ganze erprobt quasi im Europa-Park. Und das habe ich übrigens auch sehr... interessiert wahrgenommen, dass sehr viele Europa-Park-Fans sich voll aufgeregt haben, dass Mack Rides so Sachen baut und nicht für den Europa-Park, sondern für andere Parks. Da muss man halt einfach mal seine Komfortzone Europa-Park verlassen und rausfahren in die weite Welt und sich andere Freizeitparks angucken und merken, dass man auch dort Spaß haben kann und dass die auch schön sein können. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich wirklich fürs Plopsaland de Panne, dass sie so ein Ding sich dahinstellen, das Portfolio damit erweitern, die Zielgruppe viel mehr erweitern, meiner Meinung nach. Ich fand den Park so auch immer ziemlich cool. Eine Parkvorstellung dazu gibt es hier auf dem Kanal übrigens auch, wenn ihr euch da gar nichts drunter vorstellen könnt, verlinke ich euch am Ende auch in der Endcard. Und ja, und das ist ganz geil und das Beste daran, ich fahre dann knappe 3 Stunden hin und bin da. Die Plopsa-Gruppe hat aber noch mehr vor und die haben ja vor kurzem in Polen den ersten Park gebaut. Kein Plopsa-Park, sondern ein Maya-Land. Maya-Land Kovanati. Ich kann kein Polnisch, das tut mir sehr leid, außer die Schimpfwörter, die meine Arbeitskollegen immer raushauen. Und dort steht unter anderem halt in dem Indoor-Bereich eine Zierer-Achterbahn, wie man die aus dem Plopsa Indoors kennt oder auch aus dem Holiday Indoor. Und draußen steht auch eine GCI-Holzachterbahn, was ein Klon von Heidi the Ride aus dem Plopsaland de Panne ist. Also Holzachterbahn gibt es da, deswegen nochmal so der Wink mit dem Zaunfall, sich das Plopsaland de Panne Video anzugucken. Und es soll jetzt ein weiteres Maya-Land in Polen wohl gebaut werden, gerüchteweise, und das in Warschau, in der Hauptstadt Polens. Super interessante Sache, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann nochmal eine Verbindung zum Plopsaland de Panne. Die haben ja dieses Jahr ihre Wildwasserbahn neu thematisiert, umstrukturiert und zu einem Dino-Splash gemacht. Aus diesem Ritterburgen-Ding wurde halt so eine riesige Dinosaurierlandschaft. Das Ganze wird auch nächstes Jahr erst komplett fertig sein, die Thematisierung und Umgestaltung. Und man hat ja schon gesagt, dass im Holiday Park die Rafting-Anlage Donnerfluss angegangen wird und dass man dort auch eine neue Thematisierung machen will, auch zum Dinosplächen. Und jetzt sind im Netz erste Artworks aufgetaucht. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo die zu finden war, deswegen kann ich die euch hier nicht zeigen. Aber das verspricht wirklich gut zu werden, was ich jetzt schon gesehen habe an Artworks. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass man da auch so viel Arbeit noch reinsteckt. Vor allem so ein diese Thematisierung von Plopsa, man muss es mögen oder nicht, klar, aber ich finde schon, dass das ziemlich nice ist, was sie machen. Klar, der Name Dinosplash ist nicht irgendwie innovativ, krass, einfallsreich. Vor allem gibt es dann im Holiday Park den Donnerfluss, was ein Intermin Rafting ist, was Dinosplash heißt. Im Plopsaland de Panne ist es, glaube ich, Mack Rides, ein Lock Flume auf jeden Fall, der Dinosplash heißt. Und im Plopsa Co. gibt es ein Harakiri Raft Slide von Van Actum, ist es, glaube ich, oder Metallbau Emmen, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf jetzt. Und das heißt da auch Dinosplash. Und selbst das Ding, so eine Schlauchbootrutsche, ist da meiner Meinung nach sehr geil thematisiert und sieht echt richtig cool aus. Und auch dazu findet ihr Videos bei mir auf dem Kanal hier. Direkt mehr oder weniger in der Nachbarschaft zum Plopsaland de Panne, das ist, glaube ich, jetzt hoffentlich der letzte Verweis auf Plopsaland de Panne, ist der Belverde Park, auch direkt in Belgien, wirklich daneben Richtung französische Grenze runter. Und die haben dieses Jahr ja einen neuen Wasserpark eröffnet, der direkt am Park mit dran ist. Und dort wird es 2020 auch eine neue Achterbahn geben. Was genau ist noch nicht bekannt gegeben, es soll familienfreundlich sein, was natürlich auch passt bei dem Park. Was aber schon bekannt ist, die Bahn wird vom deutschen Hersteller Gerstlauer geliefert, wird 7,5 Millionen Euro kosten und Canada Coaster heißen und dann im kanadischen Themenbereich stehen. Und ich finde auch, dass der Belverde Park sich in den letzten Jahren wirklich krass gemacht hat.
richtig gut aussieht inzwischen, vor allem im Vergleich zu unserem ersten Besuch vor einigen Jahren und unserem letzten Besuch letztes Jahr, hat sich da sehr, sehr viel getan und es sieht inzwischen sehr schick aus. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass da auch eine neue Achterbahn nächstes Jahr direkt schon kommt und ebenfalls dann halt in mehr oder weniger unmittelbarer Nachbarschaft. Für mich ist halt mal nett. Muss ich nicht immer so lange irgendwo hinfahren. Dann eine Sache, die ich ziemlich interessant fand. In Orlando gibt es ja den Universal Park, also Universal Studios und Universal Islands of Adventure. Und man sucht halt neues Personal und hat jetzt veröffentlicht, was es da an Stundenlohn gibt. Und als Mitarbeiter in den Parks geht es los ab 13 Dollar Stundenlohn. Und wir hatten ja schon ein Video darüber gemacht, dass es einen dritten Park demnächst noch geben wird, der zu Universal gehört, und zwar Epic Universe. Und wenn man da anfängt zu arbeiten, wo mehrere tausend Arbeitsplätze übrigens entstehen, bekommt man sogar ab 15 Dollar aufwärts Stundenlohn. Fand ich einfach mal interessant, dass aus den USA, aus so einem Komplex mal zu hören, was man da so verdient als normaler Cast-Member, sage ich mal. Ist mir halt so vor die Füße gefallen, diese Info wollte ich euch dann nicht vorenthalten, ist jetzt nichts Tolles, Spektakuläres. Aber wir sind damit schon mal in Orlando und damit können wir wechseln zur Walt Disney World, die ebenfalls in Florida ist. Und dort wird im Jahre 2020 im Frühling auch eine neue Attraktion eröffnen, und zwar Mickey und Minnie's Runaway Railway. Oh mein Gott. Und zwar dann im Park Disney's Hollywood Studios. Es gibt ja halt 4 Freizeitparks da, 2 Wasserparks und so, das alles zum Disney-Komplex gehört. Zu Universal und Disney in Orlando gibt es auch Videos hier auf dem Kanal. Und das wird dann im Frühling 2020 eröffnen. Und damit, und vor allem mit dem Toy Story Land, was dann letztes Jahr eröffnet hat, gewinnen die Hollywood Studios auch immer mehr wieder an Attraktivität. Vor 2 Jahren, als wir da waren, war es halt echt so, okay, man kann hier nicht den ganzen Tag verbringen, auch wenn hier teilweise coole Sachen stehen. Und wo wir auch letztes Jahr waren, ist Kings Island. Und über Kings Island haben wir hier in den Filmpark News auch schon gesprochen, dass nämlich die Achterbahn Firehawk, ein Vekoma Flying Coaster, abgerissen wurde für Orion. Und Orion ist ein B&M Hypercoaster. Der Bau davon hat auch schon angefangen. Kings Island postet auch immer wieder Baustellen-Updates. Also man ist schon dabei, den Lift zu bauen. Und ist auch der Break Run ist schon, steht schon. Und das Ding wächst also jetzt langsam nach oben. Wird eine gigantische große Achterbahn. Wie gesagt, haben wir hier schon drüber gesprochen in den Filmpark News. Und jetzt wird die nächste Achterbahn in Kings Island geschlossen, und zwar Vortex. Vortex war ein Aero-Looper, oder ist immer noch ein Aero-Looper, bis zum 27.10. könnt ihr die Bahn noch fahren. Und zwar mit 6 Inversionen, und diese komplette Optik von der Bahn, meiner Meinung nach, sieht das aus wie von Rollercoaster Tycoon, wenn man so seine ersten Looping-Achterbahn gebaut hat. Die Bahn steht aber schon seit 1987 in Kings Island, und Vortex, ja, konnte man fahren, war jetzt nicht so schlimm, war aber auch nicht so gut. Viele trauern der Bahn jetzt hinterher. Weiß ich nicht. Was man noch nicht weiß, was an dieser Stelle hinkommt, ist auf jeden Fall eine ziemlich große Fläche. Da bin ich gespannt, was man sich da einfallen lässt. Viele haben jetzt Angst, dass im Schwesterpark Kings Dominion demnächst dann auch Anaconda weichen wird. Die Bahn hat, glaube ich, 4 Jahre später eröffnet. Ist ebenfalls ein Aero Looper, auch ganz anders, ganz kurios. Da waren wir auch, gibt es auch Videos zu. Aber Vortex ist quasi jetzt Geschichte. Ihr habt doch ein paar Tage Zeit, jetzt dahin zu fahren. So, und jetzt auch ein Update, eine Sache, die wir schon besprochen hatten, und zwar der Encounter von Hessler. Den kennt ihr ja, dieses, in der Zeitung, in der Presse wurde es als Geisterbahn beschrieben, ist es aber nicht. Wenn ihr genau wissen wollt, was es ist, es gibt auch eine Backstage-Reportage dazu hier auf dem Kanal. Ist vom Ton nicht so geil, ist was älter, aber ihr seht, wie es da drin aussieht. Und die Augsburger Allgemeine hat ein Interview mit Karl Hessler geführt. Und er steht momentan auf dem Oktoberfest, auf Wiesn. Und zwar mit einem anderen Geschäft. Er wurde unterstützt von vielen anderen Schaustellern und so, da wurde er Spenden gesammelt und momentan steht er auf der Wiesn mit der Münchner Skiparty. Ich kenne das Geschäft selbst nicht, habe ich noch nicht gesehen, ist wohl irgendwie ein Glaslabyrinth, was rotiert mit vibrierenden Böden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und er kommt langsam wieder auf die Beine, also wer es nicht mitbekommen hat, es war in Holland der Kirmes, wo er hingefahren ist, hat seine Transporte schon da abgestellt und vor allem am Mittelbau angefangen, hat man das Ganze nachts angezündet und dementsprechend ist seine Existenz einfach abgebrannt und
wie man halt so ist, er rappelt sich jetzt wieder hoch und hat wohl auch schon Zeichnungen für neue Fahrgeschäfte im Kopf, weil Hässler hat sich halt immer was Neues, Eigenes und Kreatives einfallen lassen. Klar, Eigenes kann jetzt einer sagen, ja, ist aber hier von Disney kopierte Encounter, kann man so sehen, aber es ist trotzdem auf der Reise was Cooles, Besonderes gewesen und jetzt scheint es auf jeden Fall wieder ein bisschen bergauf zu gehen. Es ist halt echt krass, wenn jemand dir deine Existenz anzündet und das Gleiche ist jetzt auch erst vor kurzem passiert. Und zwar auf dem Stuttgarter Vasen wurde der Autoscooter vom Schausteller Schneck angezündet. Und also an sich wurden die Jason angezündet. Er sagt, das muss Brandstiftung gewesen sein. Der Strom war aus. Und der Wasserschlauch, den man selber vor Ort hat, mit dem man hätte da irgendwie löschen können, noch war auch noch abgeklemmt. Was man jetzt der Bild-Zeitung entnehmen konnte an Informationen, was davon wie stimmt. Aber das sind ja eigentlich Zitate, das wird dann schon irgendwie passen. Und da geht es auch um einen Schaden von 300.000 Euro ungefähr. Und da ist halt auch eine komplette Existenz gefährdet. Das ist eine Sache, die vergisst man halt auch schnell. Ein Schausteller mit seinem Geschäft, dieses Geschäft ist seine Existenz. Ist das Geschäft kaputt, weg, brennt ab, dann hast du keinen Job mehr, du hast keine Einnahmequelle mehr. Das ist halt echt heftig. Und es war ja auch letztens so, dass eine Zugmaschine von Happy Sailor auf der Autobahn auch ausgebrannt ist. Es war nur die Zugmaschine, klar ist ein bisschen Deko kaputt gegangen, aber nicht der Mittelbau, was ja das Entscheidende ist. Jetzt kommen wir aber wirklich zu drei Themen, die jetzt echt frisch und aktuell sind, die nicht cool sind, wo ich aber jetzt im Vorfeld euch nochmal klar machen will, dass Freizeitparks, Achterbahnen, Karussells, Fahrgeschäfte sicher sind. Vor allem in Deutschland. Das ist alles wirklich safe. Und wenn ihr zu einer Kirmes gefahren seid, in den Freizeitpark gefahren seid, habt ihr schon mal den gefährlichsten Teil des Tages hinter euch, außer die Rückfahrt vielleicht. Nur das, um das nochmal klarzustellen und euch nochmal zu vergewissern, dass es alles sicher ist. Nichtsdestotrotz müssen wir, wenn was passiert, was passieren kann, auch hier drüber reden, sonst heißt es wieder, ja, über Sachen, die negativ sind, redet denn nicht. Wir sind ja offen und transparent für alles. Und in den Niederlanden gab es jetzt auf der Kirmes einen Unfall. Und zwar wurden dabei 7 Menschen wohl verletzt und das Ganze auf einem Breakdance. Und zwar war das die Innenstadtkirmes wohl in Wichen und der Breakdance, der da stand, ist einer von Nautic Bussing. Da kommt dann das erste Ding, der heißt auch Dicker Dance. Es ist aber nicht der Dicker Dance Breakdance, den ihr alle kennt, also wenn ihr euch ein bisschen auskennt. Das ist nicht das große Party-Ding mit der ganzen Action Jackson. Es ist so ein kleiner, der sieht halt, es ist so ein kleiner Breakdance. Die sehen aus wie die Huss 3. Also Breakdance 3 von Huss, so ohne Rückwand, so in der Mitte so ein kleines Teil. Und da ist es wohl so gewesen, dass, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, man erkennt es auch nicht so gut, dass aber irgendwie die Gondel nach unten durch die Scheibe, durch die Platte durchgebrochen ist. Und die Gondel, um die es da ging, da war halt ein Vater mit seinem Sohn drin. Der Vater konnte den Sohn wohl auch noch aus der Gondel rausschmeißen. Da frage ich mich, okay, wie hat der das schon wieder hingekriegt? Der Sohn hat sich wohl nur das Handgelenk gebrochen. Der Vater ist mit der Chase aber nach unten durchgeknallt, hat sich wohl mehrere Knochenbrüche zugezogen, vor allem schwere an den Beinen und auch eine Kopfverletzung. Und das Ganze war jetzt so schlimm, dass ein Bein amputiert werden musste, was halt echt krass ist. Und man geht aber davon aus, dass bei dieser 25 Jahre alten Anlage jetzt Materialversagen dafür schuldig ist. Das Alter spielt dabei eigentlich auch keine Rolle. Vor allem gab es erst im April eine externe Inspektion vor dem ganzen Geschäft. Und auch der Schausteller selbst ist natürlich am Boden zerstört und versteht auch nicht, wie das sein kann. Die Bauern hat aufgebaut, wie immer mit ihrem Stammpersonal. Das Ganze muss man natürlich dann beobachten, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wie das Ganze passiert ist. So schlimm das auch ist, ist das noch relativ glimpflich abgelaufen. Der Mann hat jetzt halt nur ein Bein weniger, was halt nicht gut ist. Aber auch am vergangenen Sonntag in Deutschland auf der Kirmes beim Potsdamer Oktoberfest gab es einen Unfall. Und zwar auf einem Huss Flipper, in dem Fall heißt der Playball. Ich wollte eigentlich auch nicht den Namen vom Geschäft mit drin haben, aber wenn ich sage auf einem Flipper, um nicht zu sagen auf einem Breakdance, was auch die großen Zeitungen teilweise geschreiben, dann fühlt sich jeder, der einen Hostflipper hat, der einfach nur Flipper heißt, irgendwie angesprochen. Deswegen, ja, das steht auch überall so in der Zeitung. Das kann man auch so nachlesen und man sieht es auch auf den Bildern, die es dazu gibt. Und da ist es wohl so gewesen, dass eine 29-jährige Mitarbeiterin von dem Geschäft aus dem fahrenden Geschäft oder vom fahrenden Geschäft geschleudert wurde. Und dann auch noch vor Ort an ihren Verletzungen erlegen ist.
Und wie das genau passiert ist, müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Um 19 Uhr, also 19 Uhr rum ist das Ganze passiert. Dann wurde auch direkt die ganze Kirmes eingestellt, alle haben zugemacht und dann war erstmal Feierabend. Großräumig wurde alles abgesperrt, um jetzt zu ermitteln, wie das Ganze passiert ist, wie es dazu kommen konnte. Man kennt es ja, dass diejenigen, die die Chips einsammeln, mit auf der Platte stehen bleiben, noch nur ein, zwei Runden mitfahren und dann erst abspringen. Keiner von uns war dabei, keiner weiß, wie es gewesen ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann irgendwie den Moment verpasst hat, um abzuspringen, die Platte zu schnell war und dann aufgestellt wurde und sie dann rausgeschleudert wurde. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch einer unter euch Zuschauern, der auch kommentieren kann, der sich da mehr auskennt, der entweder selber irgendwie Fahrchips einsammelt und auf der Platte steht oder Rekommandeur ist und weiß, ob er das überhaupt sieht, was bei einem Flipper genau abgeht, weil das Ding ist halt auch riesengroß. Ne? Das ist halt schon ein großes Stahlschwein, wenn du dann da unten sitzt. Ich weiß nicht, wie gut die Übersicht dann da ist. Das reicht immer noch nicht bei den ganzen Scheißnachrichten. Es gibt nämlich dann noch einen Unfall, der hat sich in Mexiko abgespielt, in Mexico City selbst direkt. Und dort im Freizeitpark La Feria auf der Achterbahn Quimera. Und zwar ist das eine alte Schwarzkopf-Achterbahn, die sogar auch hier wieder bekannt sein dürfte. Da muss ich auf jeden Fall spicken, damit wir das hier nicht verdrehen. Nämlich 1984 ging die erstmals auf Reise und zwar als Dreierlooping unter Barth. Und die Schaustellerfamilie Barth hat das Ganze dann verkauft 1996. Dann stand die Bahn 1997 in Malaysia. In Malaysia wurde man damit wohl nicht so glücklich, wie ich gelesen habe. Und man hat die Bahn sehr schnell wieder verkauft. 2000 ging die dann ans Flamingoland in England. Die haben 2006 verkauft und seit 2007 stand das Ding in Mexiko. So wie es aussieht, ist wohl von dem Zug der letzte Wagen abgerissen und abgestürzt. Dabei sind zwei Menschen zu Tode gekommen. Das sieht auch echt brutal aus. Ich frage mich echt, wie das passieren kann. Aber wenn das Ding durch so viele Hände gegangen ist und ich weiß nicht, wie die Wartung von Fahrgeschäften in Mexiko ist, aber es ist auch wieder so ein Klischeebild, was man einfach nur im Kopf hat, weil man noch nie da war, wie man sich so Mexiko vorstellt, dass es alles eher so nicht so krass hohe Standards gibt bei so Sachen, wie wir die vielleicht kennen. Und das ist auch wieder einfach nur Spekulation und gehört auch nicht hier in so ein Video. Es ist schlimm genug, dass dabei auch zwei Menschen zu Tode gekommen sind. Ja, und das ist jetzt kein schönes Ende, aber das war es dann jetzt erstmal mit den News. Es war jetzt wieder viel, viel, was passiert ist und sogar viel Negatives. Sonst haben wir immer sehr viele Sachen, die sehr cool, sehr positiv sind. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da einfach mal drüber gesprochen haben und ihr dürft nicht vergessen, es ist und bleibt alles immer noch sicher. Und wie viele Leute im Straßenverkehr jeden Tag sterben oder im Haushalt im Vergleich zu so Sachen im Freizeitpark so das, oder Kirmes, ne, das ist halt nichtssagend. Und wenn man genug Vorsicht walten lässt und nicht auf einer Platte mitfährt, passiert schon mal nichts grundlegend, außer du hast halt echt irgendwelche Sachen, die jetzt keiner nachvollziehen kann, warum das wie passiert ist. Wenn es dazu irgendwann mal Ergebnisse geben sollte, die veröffentlicht werden, die ich auch irgendwie in die Finger bekomme, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und hier wieder Updates bringen. Wir hatten auch zwei Updates jetzt schon in dem Video. Deswegen solltet ihr, auch wenn es jetzt nicht passt, diesen Kanal abonnieren, um das alles nicht zu verpassen. Ansonsten gibt es jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video zum Thema Freizeitparks, Kirmes, Achterbahn und hast du nicht gesehen. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profis, Ride Review, Video Magazin. Peace.